Sie haben es schon angedeutet. Viele Anleger wollen auch investieren in Aktien, wo es um erneuerbare Energien geht, zum Beispiel. Oder was sind denn da genau die Branchen, wo die Anleger hineingehen wollen und investieren wollen, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann, was für Unternehmen das sind? Ja, das freut mich, dass Sie den Punkt ansprechen, weil das ist genau im Prinzip das Gegenteil zu den Öl- und Gasunternehmen. Bei den Öl- und Gasunternehmen denkt man mittlerweile, naja, wie lange funktioniert dieses Geschäft noch? Gibt es dieses Geschäft in dieser Form in 20 Jahren noch? Und bei den erneuerbaren Energien, wenn wir jetzt von Solar, Wind, Wasserkraft oder auch Wasserstoff sprechen, dann kann man sich sicher sein, dass diese Unternehmen vor einem säkularen Wachstum stehen, also ein Wachstum, das sich über die nächsten Dekaden hier fortführen wird. Und deshalb hat man hier halt extreme Wachstumschancen. Es sind auch die Bewertungen, das muss man fairerweise sagen, höher als bei den Öl- und Gasunternehmen. Aber es gibt einfach zahlreiche Chancen. Sei es, dass man eben wirklich in Solaranlagen, Windparkanlagen, Betreiber investiert oder in die Equipment-Zulieferer, eben die Solarmodule zuliefern oder Windturbinen herstellen. Das sind Optionen, oder eben generell auf das Thema E-Mobilität verstärkt setzt, hier zum Beispiel auch auf IT-Unternehmen, die hier Schlüsselkomponenten für die E-Mobilität oder für die intelligenten Stromnetze, die wir in Zukunft benötigen, wenn hier immer mehr erneuerbare Energien, die eben nicht 24 Stunden am Tag, 24/7, wie man so sagt, produzieren, sondern eben von der Sonne oder vom Wind abhängig sind, in die Netze kommen, dann brauchen wir wirklich fitte Netze dafür, intelligente Netze. Und das sind so Bereiche, wo man investiert. Aber auch die Gebäude selbst müssen viel effizienter werden. In der EU sind rund 35% der Gebäude über 50 Jahre alt. 75% der Gebäude gelten als energieineffizient. Hier kann man sehr viel machen. Hier wird die EU im Rahmen des Green Deals sehr viel Geld reinstecken. Und da gibt es auch interessante Investments. Ob man hier in Unternehmen investiert, die hier für LED, für effiziente Lichtsysteme sorgen oder für eine bessere Isolierung. Das sind ganz viele verschiedene Themen, die es hier abzudecken gibt. Und daher glaube ich, ist das insgesamt ein enorm spannendes Thema, das an Dringlichkeit und sicherlich nicht verlieren wird. Vor allem gibt es jetzt auch die Unterstützung der Politik. Das war gerade im Solarbereich in den 2000er Jahren nicht immer der Fall. Also da hat sich schon sehr viel geändert und die Kosten sind enorm nach unten gekommen. Zum Beispiel als letzter Satz, bevor ich wieder zurückgebe. Im Solarbereich ist es so, dass in den letzten 10 Jahren die Kosten für die Stromproduktion innerhalb eben dieser 10 Jahre um 85% gefallen sind. Also man ist hier jetzt schon günstiger, als wenn man den Strom aus Kohle, Atomstrom oder mit Gaskraftwerken produziert. Solar ist schon günstiger und Wind auf dem Land größtenteils auch.